für die Community einsetzen, vor allem für die Kommentare, vor allem für die wichtigsten Kommentare, vor allem für die, die am meisten geliked werden, für diese Kommentare könnte er sich wenigstens noch ein bisschen einsetzen. Aber nein, natürlich muss er das nicht, dafür das ja nicht machen. Er darf ja nur 2-3 Stunden pro Tag arbeiten, oder? Und das ist reinste Schikane, reinste Frechheit. Und das will ich jetzt, ich will jetzt Gronkh nicht runtermachen, jedem das eine, aber wenigstens etwas Beweis, dass er seine Abonnenten liebt oder dass er seine Videos liebt. Ein kleines Beweischen. Schon. Aber nein. Und er hat da eines der besten Internet. Weil er natürlich sehr viel Geld hat, kann er das beste Internet leisten, das ihm zur Verfügung steht. Also geht es noch schneller. Also ich denke, er macht pro Tag nicht mehr als 1,5 Stunden. Und noch ein bisschen kommt dazu, er muss ja die Videos zuerst aufnehmen. Das kommt noch dazu. Aber er nimmt nicht viel auf. Sagen wir, er nimmt pro Tag nicht mehr als 10 Minuten auf. Aufgeteilt auf die Aufnahmesessions. Also er nimmt ja auch in Aufnahmesessions auf. Und das sind aber nicht mehr als ich und viel weniger Videos als ich produziere pro Tag. Tja. Ja. Menschen sind faul. Also, wenn es um Geld geht, sind sie nicht faul. Aber wenn es nicht ums Geld geht, sind sie extrem faul. Und ich, momentan, ich mache das alles kostenlos. Ich verdiene null Geld. Ich verdiene zwar Geld, aber ich bekomme das Geld nicht. Weil dieses scheiß YouTube mein verdammtes Konto nicht checkt. Sorry, aber... Wie verdienst du ungefähr? Ich verdiene 16 Euro pro Woche und das war ja schon lange auf meinem Konto, ist es aber eben nicht. Tja. Okay. Wie viele Euro sind das jetzt so ungefähr insgesamt? Sehr wenig. 16 Euro für so viele Aufrufe und so viele Abonnenten, also so viele. Ist das jetzt schon länger? Ja, schon länger, ja. YouTube verlangt für 100 Aufrufe, für 100 Aufrufe pro Video bekommt man einen Cent. Und das ist extrem wenig. Ja. So, sorry, ich habe momentan ein kleines Problem. Ich habe ja Diabetes. Und bei mir ist es so, Diabetiker haben viel Zucker im Blut. Und ich habe momentan wenig Zucker im Blut und ich muss unbedingt jetzt etwas essen, ohne dass ich spritze natürlich. Und deshalb muss ich momentan, ja sagen wir, wir machen für heute Schluss, okay? Das war jetzt überraschend viel jetzt gewesen und ja. Ja, wenn du willst. Wir können da machen noch 5 Minuten, weil ich bin jetzt gerade auf die Konstruktion gekommen. Wir machen kurz eine Pause, dann machen wir weiter noch 15 Minuten, okay? Okay. Also, Dankeschön, bis dann. So, da sind wir wieder. Ich bin wieder in Ordnung. Also, ich habe kein Kribbeln mehr, kein. Wieder Kraft habe ich und alles Mögliche. Ja, mir geht's wieder gut. Und deshalb machen wir noch kurz diese 10 Minuten weiter, damit er noch kurz hier alles in Ordnung machen kann. So, ich rede jetzt noch kurz über den Hater. Ich habe nachgeschaut, dass er hat 7 Videos gehatet schon, alle von Pixelmon. Also ist es wirklich der, der Werbung gemacht habe. Ich habe, wie ihr sehen könnt, in meinem Kanal in die Kommentare geschrieben, dass er aufhören soll. Ich habe ihn wirklich gewarnt, sonst zeige ich ihn an. Und YouTube kann das, YouTube macht das und YouTube wird das durchführen. Also wenn er wirklich nicht aufhört, verliert er seinen Kanal. Und verliert es seinen Server, wo er hat. Ja. Weil er macht wenn ja Werbung. Du siehst, das geht er macht ja also Werbung über einen fremden Pixelmon-Server. Er hat mir sogar den Link geschickt. Also nur ich konnte das Kommentar sehen. Er hat mir sogar den Link. Er wollte sogar den Link posten. Und das war ein extrem schlechter englischsprachiger Server.
der extrem wenig Häuser hat und so. Also, okay, jetzt übertreibst du nicht, jetzt übertreibst nicht. Nein, es war wirklich so. Also, er hatte ungefähr drei Spawn-Gebäude und ungefähr 5-6 fremde Gebäude. Jetzt wirklich. Und Pixelmon war drauf, aber in einer alten Version. So, jetzt will ich einfach mal sagen. Er hat das Recht, Werbung zu machen. Aber nicht das Recht, in einem fremden Pixelmon-Video, Server-Video, Werbung zu machen. Dann noch die User von diesem Video, die Zuschauer, darauf aufmerksam machen mit Gewalt, also mit Beleidigungen und dann noch die Versprechen gar nicht halten. Wenn sie dann auf den Server joinen, sehen sie, ah, der hat nur 3 Gebäude am Spawn. Also fertig. Das ist völlige Lüge. Solche Werbung will ich nicht haben. Wenn ihr mal Videos von eurem Kanal kurz macht, dann kann ich das ja durchgehen lassen. Okay, dann sehen es die anderen auch. Aber solange als es nicht anständige Werbung ist, werde ich sie nicht durchlassen. Und so wird sie gefiltert. Genau. Und jetzt sagen wir einfach mal so, es könnte ja wirklich einer sein, der das Video gar nicht mag und darum disliked hat. Ja, aber ist das Video, das neueste Video, wurde einmal angeschaut, das war der disliked hat, weil ich habe es nicht disliked. Und bei mir würde dann stehen, 0 geschaut, 1 geliked. Weil ich zähle ja nicht für das Video. Aber ich darf liken und ich like auch, damit die anderen sehen, ah, ich habe das Video geliked, ah, es ist ein neues Video gekommen auf YouTube. Okay, jetzt, also. Kannst du noch ein paar Verstärker machen? Ja, ich könnte machen. Also, jetzt einfach mal Ding. Okay, es könnte aber sein, dass es einfach mal irgendwie einem Fehler passiert wäre. Aber dann würde der einzige Aufrufer, das Video wenigstens angeschaut haben. Aber er hat es nicht mal 3 Sekunden angeschaut. Er hat es 2 Sekunden angeschaut. Das habe ich in den Analytik nachgeschaut. Und ja, was sagt man dazu? Es war ein Hater. Es war hundertprozentig ein Hater. Jetzt könnte es aber auch noch sein, dass es gar nicht der Hater war, der mir diese Werbung geschickt hat. Okay. Aber wieso wartet er auf unsere Videos? Wieso? Und wieso gerade uns Video? Unser letzter Part, oder? Ja. Also was hundertprozentig einer der... Was eigentlich zu 99,99999% derjenige, der das Video mir... der die Werbung gemacht hat bei mir. Ich habe noch 2 mehr, kann ich immer noch nicht herstellen. Ein Hebel, einen Stock und einen Stein... Achso, Cobblestone, ja, ich hab's mit normalen gemacht. So, ich gebe dir noch 2 Repeater, mehr kann ich momentan noch nicht herstellen, ich muss mehr brennen. Warte, ich hab Stein. Ich hab 50 Stück mindestens, warte. Normaler Stein? Ja. Gib mir. Wo hast du die hergestellt, okay. Hier, die liegen da. Du hast dort Redstone noch platziert, gell? Ja, scheiß drauf. So. Jetzt schauen wir mal, wie viel herstellen können. 5 Stück habe ich noch. Ich komm. Mehr können wir wirklich momentan nicht herstellen, sonst musst du passieren und die Farm nicht so effizient machen. Wie kommt man jetzt hier hoch? So. Naja, Verstärker gehen viel zu 15 Blöcke, also musst du nicht so viel Verstärker machen. Und Hä, wie funktioniert das jetzt? Hast du die Repeat? Mal kurz. Ja, jetzt geht ein Ding auf. Jetzt machst du hier überall Redstone hin. Also diese Knöpfe. Du musst aber überall hinmachen. Sonst geht nur diese ja. Was hast du jetzt gemacht?
Du musst den Repeater nicht hinten verbinden. Du musst einseitig machen. Der Repeater muss den Knopf, also die Redstone so verstärken, dass der, dass dieser Kolben gleichzeitig mit dem hochgeht. Das ist halt ein Ausprobieren, das musst du ausprobieren, das weiß ich nicht mal auswendig. Und ich habe schon viel mit Redstone gemacht. Du musst nur vorne. Du musst nur vorne. Ich weiß, warte. Mach den dorthin. Was machst du jetzt? Warte mal. Das ist völlig unnötig. Warte, ganz kurz. War auf der Hebel. So. Hä? So. Siehst du jetzt hier drüben? Du musst so. Du machst einen Gang. Weil Redstone, das braucht nicht mehr. Das braucht eine Leitung. Aber das geht nicht hoch, siehst du? Mal kurz. Ah, ich weiß wie. Dings, ich brauch Redstone-Fackeln. Ah, die Fackeln. Die gehen nur bei Fackeln hoch. Wahrscheinlich. Ah ja, warte. Ich hab noch Redstone, wenn du zu wenig Redstone hast. Nee, passt schon. Ich leg sie dir wieder rein, ich brauch die Redstone-Zeugs nicht. So. Also gehe ich mal wieder etwas anderes machen, bis du fertig bist. Weil die Let's Player, die Zuschauer, die langweilen sich wahrscheinlich jetzt. Also eben Redstone, da werden wir noch genug machen im Let's Play. Wir werden noch alles rausfinden oder nachschauen und dann zeigen. Da könnt ihr sicher sein, dass ihr alles lernen könnt bei uns. Und ja, danach mit viel Spaß natürlich und so. Also wir schauen, dass es so abwechslungsreich wie möglich ist, das Let's Play. Das ist uns wichtig, wir wollen euch so verwöhnen wie möglich und ja. Dafür wollen wir eben auch eine Gegenleistung, aber das ist jetzt nicht vonnöten. Also nicht so wichtig. Ich bin schon jetzt glücklich. Also ich sage jetzt nicht, dass ich jetzt unglücklich bin, weil ich viel weniger Likes habe als andere Leute oder viel weniger Aufrufe oder so. YouTube ist eine Challenge und ich bin jetzt nicht der, der unbedingt die Challenge auf 1, auf die Note 1 lösen muss. Aber wenn ich jetzt sage, je mehr, desto besser, mehr gut und ihr könnt vieles machen, ohne euch viel zu anstrengen oder müsst nicht Spaß haben oder so, aber ihr könnt Spaß haben, dann ja. So, ja, ich bin zwar im Game-Mode, aber ich habe ja nichts verdoppelt oder so. Ich habe nur ein bisschen Rest umgesetzt vor. Ey, können wir kurz eine Pause machen? Schon wieder. Also ein Cut? Ja. Also okay. Bis gleich. Ja, also, eben. Ja, kurz nachgeschaut, was so, wie es geht. Und jetzt können wir dann. Jetzt schaffen wir es dann hoffentlich. Schauen wir im Zug, was es macht. Aha. Aber hast du auch geschaut, wie die Repeat angestellt werden müssen? Ja, warte. So beispielsweise mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Oh ja, also nicht ganz exakt, aber schon gut. Und jetzt muss es das gleiche wie einfach da drüben machen. So. Und du musst schauen, dass die letzte Leitung immer genug Energie haben. Oh. Ja. Das war ein kleiner Leck. Also, ich bereite mich für die nächste Folge vor. Da müssen wir kurz noch ein paar Spitzhacken bauen. Also ich bin gleich fertig, wir ernten jetzt nur noch gleich und dann sind wir auch fertig hier. Für heute.
So, das reicht. Also ich bin fertig. Bist du noch in der Aufnahme? Ja, ja. Okay, ich bin auch fertig. Jetzt muss ich noch gucken, ob die genug Energie haben. So. Also, warte. So, jetzt kommt, das ist der alles entscheidende Test. Bist du da? Ja, ich schaue kurz. Kurzen Moment. So. Prima. So, jetzt, guck mal. Weißt du, was du machen musst? Die